Nein. Das sieht ja schon lustig aus. Was dauert immer so lang? Gehe zurück zu Tunnel. Oh, und hier ist die Kanalisation. Ab nach draußen. Oder? Doch ja, zurück nach draußen. Und zu dem Alten, ne? Zu Donovan. Donovan war der Alte, oder? Ich glaube ja. Gab es unten noch irgendwas? Nee, ich glaube nicht. Und da kommt die... Jetzt pack deine Peitsche aus, dafür hast du sie dabei. Aha, okay, vielleicht auch nicht. Nicht, wenn der zuschaut. Warum ist der jetzt nass? Schloss Brunwald an der Grenze zwischen Österreich und Deutschland. Gut. Ja, das stand auf dem Schild. Das kennen wir gut. Und wir wissen sogar, wie er aussieht. Zumindest. Welche zwei Möglichkeiten es gibt. Markus, warum bist du so nass? Sag jetzt auch, frag nicht lange Geschichte. Sehr schön. Ja, du bist dann weg. Ich glaube, er will nicht gehen. Vielleicht wegen dir. Ja. Oh Mann, wie gut. Sehr schön. Aber die Grenze. Schön auch hier die alten Grenzen mit Ostpreußen und so. Das war damals so in den 30er Jahren. Aber wo ist Kanderun? Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wo es liegt. Ein Schloss. Also die Werbeppenwagen. Von dem Schloss habe ich gehört, aber ist Kanderun? Keine Ahnung, wie gehört. Das ist der Hintereingang oder der Vordereingang? Sieht aus wie ein Hintereingang. Ein Motorrad im Beiwagen. Zurück zur Vorderseite des Schlosses. Gerade mal schauen, das sah mich gerade aus wie ein Eingang, den ich frontan ignoriert habe. Irgendwie ignoriere ich immer die offensichtlichen Dinge und guck mir erstmal die kleinen oder die dunklen oder die unscheinbaren Sachen an. Deswegen auch die Verwirrung letztes Mal. Vor 3 Folgen, glaube ich. Im ersten Labyrinth habe ich erst gesagt, hier so die roten Pünktchen und links oben stand Indy im Gang mit einem Leuchtkegel und ich so, hä, keine Ahnung, was ist das hier? War ich natürlich nicht da eingeklappt, sondern da, so die Schwärze und die roten Pünktchen. Er hat gerade gefragt, wer Indy ist. Und wer hat hier das Sagen? Wäre ein bisschen zu aggressiv. Verwandt in der Stadt spielt wohl darauf so zu tun, als gäbe es da irgendwelche Tote oder so. Und Robert McFalfa wegen der Wandteppiche. McFalfa. Irgendwie sagt mir der Name, was kam vielleicht schon mal vor in dem Spiel. Und die vierte Option natürlich Schlag zu. Und da jetzt da ich so großartig gut kämpfen kann, probiere ich es erst mit den Wandteppichen. Wandteppiche? Ich hatte da hinten. Ach komm, jetzt sag dem Mann Bescheid, der weiß schon. Das klappt noch nicht mal in einem klassischen Abenteuerfilm. Vielleicht nicht, aber das hier klappt immer. Ich glaube, es geht gleich los. Oh, kein Kampf. Schade. Verpeitsche ihn. Nein. Das kann ich ja. Hier geht's wieder raus, da geht's in den Durchgang. Oh, oh. Ah. Irgendwo woanders. Wo ist der Mann mit der schwarzen Uniform und der schwarzen Mütze?
und ein Bild von einem Becher, von dem Gral soll bewacht werden. Der Führer ist ja daran interessiert, ja auch was. Der Führer. Der Führer. So schön, wie die hier mit Klischees gespielt wird. Na, kurz zurück hier. Was gab's hier alles? Kein Wandteppich. Ich dachte, das war ein Wandteppich. Verdammt nochmal. Was ist Falle? Ist da hinten drin, Leute? Ganze Leute? Nein. Okay, was ist denn? Kann man da reingehen? Tatsache. Den hätte ich nachher übersehen. Deswegen gehe ich da erstmal zuerst hin. Okay. In welche Richtung darf ich jetzt laufen, ohne gleich zurückzukommen? Ich tippe mal Richtung Licht. Ja. Halt, halt! Oh, ich muss kämpfen. Wäre ich da mal hinten reingegangen? Halt! Sind Sie in offiziellen Auftrag hier? Ja, natürlich. Ich verkaufe verbotene Lederjacken, so wie diese hier. Ich habe eine Nachricht für den Oberst. Gut für Sie, dass Sie danach fragen. Hä? Was meinen Sie damit? Ich führe gerade einen Sicherheitstest durch. Ja, normalerweise nicht, aber einen Sicherheitstest natürlich schon. Ja. Oh Gott. Ja, der haut immer so oben. Also ich weiß mittlerweile, wie man blockt, nämlich mit 8 kann man den Block nach oben hin tun, mit 5 in die Mitte und mit 2 nach unten. Und da er relativ häufig nach oben schlägt, werde ich einfach den Block hauptsächlich oben halten. Boah, das war aber knapp. Nichts zu finden. Schade. Erstmal looten, aber es ist sehr gut. Erstmal looten, immer das Wichtigste. Wenn man den Gegner besiegt, erstmal ausrauben. Er könnte ja was Nützliches bei sich tragen. Oh, nicht schon wieder. Nein. Sie da in der Ecke, was machen Sie hier? Das ist... Wo ist der Gefangene? Ich soll nicht von ihm. Seine Zelle ist im dritten Stock. Aber wer sind Sie? Gestapo-Spezialeinheit, der Nachfolger von Dietrich. Nie von ihm gehört. Ja, er ist halt geheim. Verdammt, die Ausdauer ist weg. Was zur Hölle? Locken. Nein. Oh je, das wird nix. Komm, Indy, komm. Hau rein. Mach ihn kaputt. Oh, wie knapp. Ach du Scheiße. 15 Mark. Ah, dann können wir vielleicht die nächste Wache bestechen. Erstmal wieder raus. Nee, bevor noch ein Kampf kommt, erstmal ausruhen. Hier erstmal hinten rum. Hinter Eingang. Oh, was war das? Was ist das denn? Das ist ein Stein. Ist das vielleicht ein Hintereingang oder so? Schau dir mal das Motorrad an. Nichts Besonderes. Verlust ja das Motorrad. Ich gehe nicht ohne mein Fahrrad. Dann ist das wohl das Fahrzeug, das jemand in weiser Voraussicht hier schon völlig abgestellt hat. Drücke mal auf diesen Stein. Da passiert bestimmt was Tolles. Bewegt sich kein Millimeter. Dann ziehe an dem Stein. Schau dir mal an, warum ist er so hervorgehoben, nichts Besonderes. Schade. Peitsche mal auf den Stein drauf. natürlich nicht. Der Stein wird auch nicht bestechlich sein. Also ab weiter nach hinten. Da geht's wieder zur Vorderseite. Na dann. Gibt's noch einen Weg außen rum? Ah, was ist da? Alles klar.
Bevor ich jetzt wieder reingehe, speichere ich mal eine Runde. Was nicht funktioniert. Deswegen speichere ich halt innerhalb des Schlosses relativ bald. Weil mir gesagt wurde, dass man in dem Spiel sterben kann. Und jetzt das Ganze mit dem Sarg und so weiter nochmal zu machen, fände ich ein bisschen dämlich. Deswegen speichere ich jetzt einfach mal eine Runde. Vor allem, wenn da gerade so die ganzen Kämpfe noch weitergehen, dann wäre das ziemlich blöd. Wobei, keine Ahnung, vielleicht regeneriert er ja Ausdauer. Wäre cool und praktisch, aber irgendwie glaube ich nicht ganz dran. Keine Tür. Doch, das sind Türen. Verdammt. So viele Wege. Ein Fenster. Das kann man öffnen und dann zur Not raus abhauen. Doch nicht. Ja, ist hier überhaupt irgendwas? Ich sag's. Okay. Dann müsste das ja auch nicht höher sein. Yep. Da ist noch eine Tür. Wahrscheinlich ein Nachbarraum. Der ganz tiefer sein kann. Ja, genau. Einfach für die Anleitung. Öffne die Tür und gehe durch. Oh, Essen. Hau rein. Zu heiß. Ah, du Weichei. Falsch, der hat ein Stück ab. Ja. Heiße Kohlen. Kannst du die ausschalten? Nee. Siehst du, jetzt brauchst du die Weinflasche. Kohlen zu waschen. Aha. Bierzapfen. Ein Reichsadler. Das spielt offensichtlich in den 30er Jahren. Anschauen, habe ich gesagt. Was kannst du ihn nehmen? Zieh mal dran. Öffne den Zapfhahn. Nutze den Zapfhahn. Den heißen Kohlen. Toll, öffnen geht nicht, aber einschalten funktioniert. Und nun? Was passiert jetzt wohl? Vielleicht kommt ja jemand und bemerkt das. Also schnell weg. Ja, das war tatsächlich die Sauer. Was war hier noch gleich? Nee, da war noch nichts. Da war ja nicht drin. Da geht's dann wahrscheinlich raus in den Gang wieder, in den Quergang. Nachdem er die Tür geöffnet hat. Ja, genau. Alles gleichen. Dann wäre da noch eine Tür. Komisch, ne? Von außen muss man ihm nicht sagen, dass er die Tür öffnen soll, aber von innen schon. Irgendwie, betrunken. Vergott. Mein guter Freund. Wie geht's dir denn? Mein Bier ist leer. Scheiße. Ja, komm, ich hol dir noch eins. Fuck. Oh, fuck.
Bierfass sei noch nicht leer. Nein. Schnell, Ingi. Schnell. Schneller. Nein. Benutze den Krug mit der Bierlache. Nein. Das Fass ist leer. Verdammt. Oh, verdammt. Was können wir da sonst reinfüllen? Heiße Kohlen? Oh, das wäre böse. Ja, ja. Genau, deswegen sollst du heiße Kohlen nehmen und da reinfüllen, weil er leer ist. Von Gruppe ist ja nicht gehen. Das habe ich wohl versaut. Naja, ich kann immer noch den Krug über den Kopf ziehen. Nochmal das Gleiche. Ja, dein Bier ist leer. Da wusstest du denn her. Vielleicht gibt's noch ein anderes Fass. In der Küche. Ah, da gibt's noch ein Fass. Sehr gut. Nein, Moment. Nein, die Küche ist da. Verdammt. Wo der Braten war natürlich. Nein. Ah. Das ist eher schlecht. Naja, bevor der jetzt... Bevor der jetzt wieder nüchtern wird, hau ich den einfach um. Was? Die Ausdauer ist wieder weg? Regeneriert er sich nicht? Regeneriert er sich so? Nein, natürlich nicht. Verdammt. Das wird so schief gehen. Ja, das geht schon. Oh, dass die Ausdauer nicht regeneriert, ist echt hart. Verdammt. Wie kriege ich den wieder voll? Muss ich irgendwie Bier trinken oder so? Wenn ihr eine Idee habt, wie das funktionieren könnte, dann schreibt doch bitte in den Kommentar. Ich werde es auf jeden Fall ausprobieren. Das macht mir gerade ein bisschen Angst, weil man ja sterben kann. Soweit ich weiß. Ich meine, er ist noch nie gestorben. Oder? Nee, ich glaube nicht. Wandteppich? Na, gibt's doch. Sag ich doch. Hier gibt's Wandteppiche. Mole Rats. Was ist das da? Roter Faden. Komisch. Was ist das, ein roter Faden da unten? Schnell zusammen. Nimm hier den mit. Ja, kann man immer gebrauchen. Dahinter ist nichts. Da wäre ich mir nicht so sicher. Was meint sie? Reicht schon noch eine Leiche rein. Ja, da kann man nichts machen. Okay. Dann wäre dieser Gang hier komplett erforscht. Wie gesagt, wenn ihr eine Idee habt, wo ich irgendwie noch Bier herkriegen kann oder wie ich die Ausdauer wieder auffüllen kann, dann schreibt doch einen Kommentar. Oder teilt es mir sonst irgendwie mit. Ansonsten würde ich jetzt die Aufnahme beenden. Das werden zwar ein bisschen längere Folgen, aber das passt schon. Und bis zum nächsten Mal.